Grüezi und Allegra, herzlich willkommen auf dem Channel von Pure Life Inspiration. In der neuesten Vlog-Reihe hängen wir wieder unseren Wohnwagen an den Jeep und fahren los. Diesmal geht's ins Südtirol. Wir fahren heute ab, circa so um 13:30. Jetzt ist es noch so kurz vor 12 und die Destination, wo wir dann hinfahren im Südtirol, ist Naturns. Naturns ist 15 Minuten von Meran und dort gehen wir dann auf einen Campingplatz. Das seht ihr dann auch im Video. Wir fahren aber jetzt heute nicht ganz bis nach Naturns, weil das ist dann uns fast ein wenig zu weit für am Nachmittag. Wir machen eine Zwischenübernachtung, vermutlich in Zernetz im Unterengadin oder aber im Valmüsteier auf dem Campingplatz Muglin, wo wir letztes Jahr schon mal waren. Ich habe jetzt den Wohnwagen schon eingeräumt heute Vormittag, fast alles ist schon drin. Ich warte nur noch auf Nadine, sie muss noch arbeiten heute Vormittag, sollte aber demnächst zu Hause sein. So, jetzt sind wir hier drin im Wohnwagen. Ich habe schon das Bett frisch angezogen. Dann habe ich den Kühlschrank noch gefüllt, dass wir alles dabei haben, was wir so brauchen. Und sonst haben wir auch alles eingeräumt. Und dann kann es dann auch schon bald losgehen. So, jetzt kommt Nadine nach Hause. Dann kann der Wohnwagen dann angehängt werden und es kann losgehen. Bei perfektem Reisewetter und flüssigem Verkehr kommen wir hier gut voran. Die Strecke führt uns zuerst Richtung Graubünden, genauer gesagt Richtung Landquart, dann nach Davos. Davos ist ja bekannt von dem WEF Wirtschaftsforum. Und dann nach Davos geht es dann über den Flüelenpass. Der ist 2300 Meter hoch und hat eine Steigung von maximal 8,5%. Dann geht es dann wieder runter vom Flüelenpass Richtung Zernetz ins Unterengadin und dann von Zernetz über den Ofenpass. Der hat dann rund 10% Steigung. Das Ziel ist ja das Valmüsteier. Wie weit wir dann heute noch fahren, werden wir sehen, je nachdem, wie gut wir vorankommen. Wir fahren hier gerade auf die Sunibergbrücke zu. Diese wurde im Frühling 1996 erstellt und ist die Umfahrung für Klosters. Das kürzt den Weg nach Davos natürlich extrem ab. Die Brücke hat 24 Millionen Schweizer Franken gekostet und ist 77 Meter hoch. Hier sind wir nun bereits schon in Davos. Man sieht hier schön links den Davoser See. Und bald müssen wir dann nach links abbiegen Richtung Flüelenpass. Der Flüelenpass ist wunderschön zum Fahren, landschaftlich ist er sehr reizvoll. Und er eignet sich auch mit einem Gespann oder einem großen Wohnmobil zum Fahren. Es hat zwar dann später einige sehr enge Kurven, wo man dann die ganze Fahrbahn braucht, weil man halt mit dem sehr langen Gespann dann ausholen muss. Aber wenn man da vorsichtig ist und vielleicht noch einen Beifahrer hat, der ein wenig hilft und hochschaut, ob was entgegenkommt, dann ist das absolut kein Problem. Nun lehnt euch zurück. Entspannt euch und genießt die wunderschöne Schweizer Berglandschaft, während wir hier mit unserem Gespann den Flüelenpass hochfahren.
Hier kommt uns noch ein Wohnmobil entgegen. Es hat nicht sehr viele Wohnmobile oder auch Wohnwagen gehabt auf dieser Strecke, dafür umso mehr TÜV-Fahrer. Und hier noch kurz, bevor wir jetzt oben auf dem Pass ankommen, noch ein, zwei enge Kurven. Und wie sich der Jeep so als Zugfahrzeug jetzt geeignet hat hier beim Hochfahren, das sage ich euch dann oben auf dem Pass. Hier sind wir nun auf dem Frühlappass oben. Die Fahrt ging sehr gut. Der Jeep hat den Wohnwagen souverän hochgezogen. Einzig im ganz tiefen Drehzahlbereich, so aus der Kurve heraus, im Turboloch drin, hat er ein wenig Mühe mit der Beschleunigung, aber das kommt dann ziemlich schnell, wenn der Turbo einsetzt, dann geht es dann wieder richtig gut hoch. Und ja, wir haben eine kleine Pause gemacht und fahren jetzt weiter wieder runter Richtung Zernetz. Vom Flüelenpass nach Zernetz sind das ca. 1000 Höhenmeter, die wir jetzt hier vernichten müssen. Und runter fahre ich immer langsamer als hinauf, einfach weil ich dann nicht so stark und so oft bremsen muss. Und ich schaue natürlich, dass ich mit dem Zugfahrzeug möglichst einen tiefen Gang fahre, dass das Getriebe bremst. Jetzt hier bin ich so im vierten, dann schalte ich meistens in den dritten und auch vor der Kurve in den zweiten. Einfach, dass ich möglichst wenig bremsen muss mit dem Zugfahrzeug. Ganz anders ist es beim Wohnwagen, der bremst dann ständig hier runter, weil der hat ja eine Auflaufbremse und die läuft ständig auf und bremst die ganze Zeit. Und durch die Reibung wird das dann halt mit der Zeit ziemlich warm oder auch sogar dann auch heiß. Und ich finde die Auflaufbremse überhaupt kein gutes System, da sollte man vielleicht mal was anderes in die Wohnwagen einbauen, weil zum Bässefahren eignet sich das nicht, wenn das wirklich so heiß wird. Wir hatten schon Situationen, da wurden die Bremsen so heiß, wenn man dann auf die Bremstrommel draufgespuckt hat, dann hat es so gezischt und das ist dann etwa 90 bis 100 Grad heiß. Das ist dann schon am Limit. Ich handhabe das so, fahre ab und zu mal rechts ran, schau mal, wie heiß die Bremsen sind und wenn ich die Felgen noch anfassen kann, ohne dass ich mir die Finger verbrenne, dann ist das noch im grünen Bereich und sonst mache ich halt einfach eine Pause. Jetzt da beim Frühlingpass war das nicht nötig, der ist ja nicht so, die Strecke ist nicht so lang. Jetzt sind wir nämlich schon unten und durch Zernetz durch und jetzt geht es hier wieder hoch Richtung Ofenpass. Und der Ofenpass ist auch wirklich wunderschön landschaftlich zum Fahren. Das ist ja mitten dann im Nationalpark der Schweiz. Und das ist auch wirklich sehr, sehr zu empfehlen, diese Strecke. Kann auch sehr gut mit einem Gespann gefahren werden. Auf dem Ofenpass hoch von Zernetz ist das sehr gut ausgebaut, absolut kein Problem. Wir nun mitten im Schweizer Nationalpark, machen eine kleine Pause, dann geht es weiter auf den Ofenpass und dann runter nach Müsteier auf den Campingplatz Muglin. Da haben wir jetzt circa noch eine halbe Stunde. Jetzt ist circa 15 Uhr, dann sollten wir da zum Abendessen dann in Müsteier sein.
Nun sind wir bereits in Santa Maria im Val Misteier angekommen und fahren auf die berühmt-berüchtigte Engstelle zu. Das haben wir euch ja schon im Video letztes Jahr gezeigt, da sind wir in die andere Richtung gefahren. Jetzt hat es zum Glück heute fast keinen Verkehr und nur vernünftige Autofahrer, dann ist ja auch absolut kein Problem hier durchzufahren. Wie ihr seht, fahre ich da ziemlich flott durch. Es wäre auch kein Problem mit einem Wohnwagen von 2,50 Meter Breite. Unser ist ja 2,30 Meter. Wenn es aber viel Verkehr hat und noch Lastwagen und so weiter, dann kann es schon ein wenig mühsam und eng werden. Aber man muss leider halt hier durchfahren. Es gibt keine Alternative dafür und irgendwie kommt man da immer gut durch. Nun sind wir hier pünktlich wie geplant um 18.00 angekommen auf dem Campingplatz Muglin. Hier waren wir letztes Jahr in den Wanderferien. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr das Video abchecken vom letzten Jahr. Wir machen jetzt dieses Mal nur eine Zwischenübernachtung hier im schönen Val Misteier und morgen fahren wir weiter Richtung Meran, ganz genau genommen nach Nathurns. Wohnwagen steht. Das geht ziemlich schnell, bis man da alles eingerichtet hat. Braucht nicht viel Zeit. Tisch ist auch schon hochgeklappt. Und jetzt sind wir bereit für die Nacht hier. Und wir gehen jetzt heute noch essen dann. Wir haben nämlich heute unseren 20. Hochzeitstag, 20 Jahre. Und normalerweise feiern wir das gar nicht so, weil es ist eigentlich jeden Tag immer wieder schön. Aber der 20. ist so eine runde Zahl, das feiern wir und wir schauen mal, ob wir da hier in Misteier im Dorf irgendwo was Gutes zu essen bekommen. Vielleicht auch nicht, dann ist es halt Pech gewesen, wir haben ja den Kühlschrank voll, aber wir gehen mal schauen, ob wir was bekommen, das wir essen mögen. Schönen guten Morgen und Allegra, wir sind hier im Val Misteier für eine Zwischenübernachtung. Man kann zwar schon fast nicht mehr schönen Morgen sagen, es ist schon bald Mittag, aber wir haben halt sehr lange geschlafen und auch sehr gut geschlafen. Es ist wieder heute ein wunderschöner, sonniger, warmer Tag. Es ist circa schon 18, 19 Grad. Für Mitte September ist das doch schon ziemlich warm noch und das ist natürlich super so. Wir fahren ja dann bald weiter, etwa in einer anderthalb Stunde oder so, Richtung Nathurns im Südtirol. Das ist eine Strecke von etwa 50 Kilometern, die wir noch vor uns haben. Und das wird etwa eine Stunde bis anderthalb Stunden dauern. Und ja, wenn euch das noch ein wenig interessiert, wie es so ist auf dem Campingplatz Muglin, schaut euch das Video vom letzten Jahr an. Wir waren hier letztes Jahr eine Woche in den Ferien. Und ich habe da ein Video darüber gemacht, ich mache euch den Link hier oben hin. Einfach kurz gesagt, der Campingplatz Muglin in Misteier kann ich sehr empfehlen. Top-Platz, sehr sauber, großzügige Plätze, wie ihr ja jetzt seht. Alles mit Strom, Abwasseranschluss, Heuboden, Sauna, alles, was das Herz begehrt. Aber wenn ihr mehr wissen wollt, schaut euch das Video an vom letzten Jahr. Und jetzt gibt es dann noch kurz Frühstück, bevor wir dann weiterfahren. Wir haben soeben die Schweizer Grenze passiert und befinden uns nun in Italien. Es fühlt sich zwar nicht wie Italien an, aber das Südtirol gehört seit dem Ersten Weltkrieg zu Italien. Früher war es ja noch österreichisches Staatsgebiet. Wir vernichten jetzt hier weitere 900 Höhenmeter, bis wir dann in Nathurns ankommen. Und nun kommt Glurns, das ist die engste Stelle der ganzen Reise. Ich fahre jetzt mal den Originalton wieder hoch und erkläre euch nachher, wie denn das so ging an der engen Stelle in Glurns. Schaust du hin? Ist gut. Ein Platz. Wenn wir jetzt da... 3 Meter.
50. Jetzt sind wir hier durch. Das wird die Hand. Oh. Da müssen wir durch. Mhm. Oder müssen wir auf Malz? Das wird eben hier rechts. 1,50 Meter. Wir haben es geschafft und die Engstelle in Glurns gemeistert. Leider konnten wir das nicht filmen, daher erzähle ich euch kurz, was passiert ist. Wir mussten dort rechts abbiegen und ich konnte leider nicht um die Ecke schauen und schauen, ob Gegenverkehr kommt. Daher ist Nadine ausgestiegen, hat den Gegenverkehr angehalten und mir dann mit dem Walkie-Talkie Bescheid gegeben, dass die Bahn frei war. Es ist ein super Erlebnis gewesen, durch Glurns durchzufahren, aber bitte macht das nie nach mit dem Wohnwagen oder Wohnmobil, denn es gibt eine wunderbare Umfahrung. Das haben wir aber erst gemerkt, als wir dann auf dem Heimweg wieder waren. Aber so Sachen passieren halt in den Ferien. Nun sind wir weiter unterwegs durchs schöne Finchgau und treffen in wenigen Minuten dann auf dem Waldcampingplatz in Naturns ein. Nun sind wir hier am Ziel unserer Reise angelangt, auf dem Waldcamping in Naturns. Wir werden es uns hier eine Woche gut gehen lassen, das schöne Wetter genießen, ein paar Ausflüge machen, zum Beispiel ins Mountain Museum von Reinhold Messner, und ein Video über den Waldcamping Naturns habe ich auch noch geplant. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst uns einen Daumen nach oben da und schreibt einen Kommentar. Ich sage Tschüss, auf Wiedersehen, Arrivair und bis zum nächsten Video.